Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Tag auch, ihr Nasen. Herzlich willkommen zu einem Trash & Retro. Der Hintergrund war jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir spielen Splatterhouse heute, weil ich... warum merkwürdig? Ich lass erstmal die Story laufen. Ist egal. Gut. Dann läuft die Demo ab, das wollen wir nicht. Ich kann doch nicht wegdrücken. Hä? Na, wartet mal. So, den Exiten wir noch. Ich habe das hier, wir spielen Splatterhouse 1. So, jetzt erstmal Punkt, ne? Und das ist im Prinzip ein freischaltbares Spiel bei dem Splatterhouse Reboot von 2010 auf der 360. Spiele ich hier übrigens auch aktuell. Und ich wollte euch aber diesen Vorspann doch trotzdem noch zeigen. Ich meine, es geht ja mit den Ladezeiten hier, das ist ja relativ fix. Und wir inserten Coin und starten ein schönes klassisches Gemetzel-Gedöns-Gespiel aus dem Jahre 88 von Namco. Ich freue mich. Es hat wirklich so richtig Arcade-mäßig. Kam auch nur in der Arcade raus und auf der PC Engine, falls euch das Gerät was sagt. Ja, und wir sehen ein bisschen aus wie Jason Voorhees. Oh, cool. Ich habe so ganz am Anfang meiner Let's Play-Zeit habe ich definitiv den ersten schon mal verwurschtelt. Und, dumm gelaufen. Den ersten habe ich schon mal verwurschtelt, auch zu einem Halloween-Special, glaube ich, nochmal zusätzlich, weil ich das Spiel liebe. Also der zweite Teil, den habe ich schon mal verwurschtelt. Das hier ist der erste Mensch als Kenner. Ich bin heute auch so neben der Spur. Vollnehmekappe. Ihr seht, es ist ein spielerisch nichts Besonderes in dem Sinne, aber ich habe trotzdem Spaß mit so einer Art Spiele. Ihr wollt also nicht, ne? Hab voll in den Schrank reinklatscht. Das ist gut. Aber ich finde den Detailgrad von dem Spiel immer noch relativ geil. Au. Oh, oh. Weg hier. Das Böse kommt. Aber das ist so der plumpeste Bosskampf, den ich kenne. Leute, das ist so übel. Mehr muss hier nicht machen. Einfach bloß hocken und die Richtung wechseln und Buttonmashing. Buttonmashing kann ich, Leute. Okay. Toll, das war der letzte. Der hat mich erwischt. Na gut, er ist sein Leben verloren. Aber ihr versteht, was ich mit plump meine, ne? Ziemlich mittig vor dem Kamin und dann passt das. Trotzdem einen Treffer abkriegt, aber was soll's. Da sieht er noch mehr nach Jason aus, finde ich. Vor allem mit der Machete halt. Das zweite Level sieht nicht viel anders aus als das erste. Macht aber nichts. Haben wir da jetzt Hackerball schon. Ich zeige euch mal, was das Ding kann. Ist
das raus aus mit? Ist es weg? Ja, oh, da kommt. Ihr seht im Hintergrund, wenn man zu lange wartet, auch nicht gut. Da kommt halt der Böse. Immer näher. Doof. Schnitzelwerkzeug schön mitnehmen. Spielt sich echt ganz sauber eigentlich. Jetzt geht's hier weiter. Zwei Leben habe ich ja noch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ah, dann sollte ich vielleicht drüber springen. Ah, jetzt haben wir natürlich keine Waffe mehr. Das tropfende Wasser tut uns zum Glück nichts. Das wäre es jetzt auch noch. Oh, gestorben. Jetzt darf man nochmal anfangen von vorne. Aber da habe ich wenigstens die Leiter jetzt wieder. Die Holzleiter. Beugen. Ich muss bloß dran denken, über die Stachelviecher drüber zu hüpfen. Weil sonst verliere ich das Item und dann unter Wasser fliege ich das nie wieder. Jetzt gucken wir, sind zwei, die da jetzt kommen. Alter! Mir ein bisschen zu rammelig hier. Mist. Ach, da wäre das Ende gewesen. Haben wir noch einen Versuch? Nee, knallhart das Game Over, Leute. Hier gibt es eine Freistelle. Oh, so ist okay. So. Wir haben noch Continues. Ja, ich würde gerne. Da probieren wir noch eine Runde. Och nö. Nee. Also, nee. Also. Das haben wir schon gesehen, Leute. Wenn es jetzt unter Wasserlevel, ja. In dem Wasserlevel weitergegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal, aber nee. Mache ich nicht. Also das ist, wie gesagt, auf dem 2010er Splatterhouse für die Xbox 360 und für die PS3 mit als Bonusspiel freizuspielen mit drauf. Alle drei Teile sind da drauf und natürlich das Reboot. Ist für God of War Fans sehr empfehlenswert, die neue Variante, das Reboot. Aber in Deutschland nie offiziell rausgekommen. Ich habe es mir aus England geholt. Schönes Spiel, auch das hier, schönes Spiel, schöner Klassiker, wie ich finde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es denn heißt, wieder Trash and Retro. Ciao!